Sind Sie schon auf Wikisana? Hallo, ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu unserem Format Der Sinn des Lebens. Carl Gustav Jung sagte mal, solange du das Unbewusste nicht bewusst machst, wird es dein Leben bestimmen und du wirst es Schicksal nennen. Und wir haben heute einen spannenden Interviewgast, der uns etwas mitgebracht hat, was durchaus in der Lage ist, das Unbewusste nach oben zu holen und sichtbar oder spürbar zu machen, damit es letztendlich dann nicht mehr zum Schicksal wird. Bleiben Sie dran, wir starten gleich ins Gespräch. Es wird spannend. Bis gleich. Hallo, gut, ja. Herzlich willkommen, lieber Ingo Marschwelz. Ja, hallo, ich freue mich. Schön, dass du wieder da bist. Wieder mit dir zu sprechen. Schön, dass wir jetzt eine Fortsetzung machen können. Wir haben schon ein spannendes erstes Interview geführt miteinander und haben über SYK gesprochen. Und das wollen wir heute fortsetzen, vor allen Dingen den wissenschaftlichen Hintergrund. Aber zunächst noch mal kurz zu dir. Du bist Gesundheitsjournalist und bist Buchautor, hast viel schon über Wasser geschrieben, habe ich gesehen, und vieles andere, was die Gesundheit oder was mit der Gesundheit zu tun hat, spannende Literatur schon verfasst, die man sicherlich finden kann, wenn man dann kann googelt. Man finden, ne? Genau. Ich mein, ein paar Bücher hier, aber die finden genau, Sie so auch. Deswegen bist du auch nicht da. Sondern du hast uns etwas mitgebracht. Wir sehen es schon hier bei uns stehen. Es nennt sich SYK und wir haben schon ausführlich im ersten Interview darüber gesprochen, woraus es besteht. Mhm. Aus schönen Naturstoffen wie Zirbenholz. Es riecht hier, das ganze Studio ist erfüllt von diesem tollen Duft. Und eine Kupfer-Ummantelung, sage ich jetzt mal, und diverse Heilwässer und Kristalle innen drin. Und heute wollen wir mal darüber sprechen, wie ihr die Wirkung wissenschaftlich auch schon darstellen konntet, dass es Effekte hatte. Ja, es ist ein wichtiger Aspekt, weil viele Menschen, wenn man sagt, also ich habe da aus dem Himmel etwas runtergeholt, die sind dann eher vielleicht ein Download bekommen. Und ich habe dann immer gesagt, ja, also ich bin ja eigentlich aus dieser Nachrichtenecke, ich bin AP-Korrespondent früher gewesen, große Nachrichtenagentur. Ganz nüchtern wahrscheinlich. Ja, ganz eher nüchtern. Mhm. Nüchtern, aber schnell berichten, das war wichtig. Und ich weiß, dass Leute natürlich dann sofort fragen, ja, kann man das nachweisen und das kann man ja leicht behaupten und so weiter. Ja. Und deswegen war das auch extrem wichtig, dass ich dann, nachdem ich selber getestet habe und selber gemerkt habe, wie mir positiv das gut tut und mein Herzrasen wegging und meine Panikattacken, und zwar in kürzester Zeit, habe ich gedacht, also das muss man jetzt natürlich auch belegen können in irgendeiner Form. Und dann sind wir auf diese drei Themen gekommen, die ganz schnell natürlich, ja, ich kenne das Gerät erst seit einem Jahr und drei Monate habe ich es getestet, also in dem Sinn, was wichtig mal schon zu schauen, was kann denn überhaupt das nachweisen? Also Dunkelfeldmikroskopie, Herzratenvariabilität und Bovis-Messungen schienen mir das ja angebracht zu sein, weil das geht schon in diesen energetischen, informationsmedizinischen Bereich. Mhm. Ja, also das heißt, Symbole sind und Wässer und Kristalle und so weiter, die haben ja alle einen Inhalt und die Schwingung, die sie ausstrahlen, die bewirkt ja etwas. Mhm. Ja? Und deswegen haben wir uns faktisch dann da reingekniet und haben Leute gesucht, die das machen können. Würde ich auch sagen, das bewirkt was, aber es gibt immer wieder Skeptiker, damit wirst du auch zu tun haben, gelegentlich wahrscheinlich, vielleicht selten, aber gelegentlich. Und du wirst sie eines Besseren. Wenn sie mit mir reden, nicht. Und wirst sie eines Besseren belehren, nein, oder überzeugen. Ja, das ist auch so wie Brain Candy, sagen die Amerikaner, du musst dem Brain, also dem Hirn Zucker geben, damit die dann das ein bisschen nachvollziehen können. Ja, natürlich. Dunkelfeldmikroskopie zum Beispiel ist etwas, was sehr gut in dem Fall wirkt. Ja, wir sehen hier ein Blutbild von einem gestressten Manager, was ja heutzutage vorkommt und nicht nur bei Managern, sondern dass die Menschen eigentlich gar nicht mehr wissen, wo sie zuerst hin sollen mit dem Stress. Und dieses Blutbild zeigt diesen Geldrolleneffekt, ja, kennen ja inzwischen viele Leute, dass die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, dann anfangen, sich zu verkleben und weil sie einfach keine elektrische Ladung mehr haben. Das Blut ist übersäuert, ja, da fließt nichts mehr. Und dann haben wir so ein verklumptes Blut
Und das war faktisch ein Bild von diesem Blut. Und daraus entstehen im Weiteren? Eben Krankheiten jeglicher Art, also bis zu Krebs wird da alles an schweren Krankheiten kann da entstehen und das Blut fließt nicht mehr, dann kriegen sie, das heißt dann dickes Blut, ja, wenn sie sagen, ja, ich habe so dickes Blut, Thrombosen und so weiter. Ja, und das so darf mir heute gar nicht mehr sagen, diese Worte, aber Thrombosen ist ein typisches Schlagwort für die heutige Zeit, ja. Und das ist auch völlig logisch, wenn man das Bild hier sieht, ne? Ja, diese Verklumpungen. Und wenn das dann irgendwo in den Gefäßen drin ist, dann kann man sich vorstellen, dass da nichts mehr weitergeht und man verstopft es und dann Herzinfarkt sind ja die Dinge, die heute total, immer wieder liest, jeden Tag was anderes zu lesen. Mhm. Und das Interessante war, 2 Stunden später, nachdem der in diesem Feld war, so wie du jetzt und ich hier sitzen, sah dieses Bild so aus. Mhm. Und das ist natürlich schon beeindruckend. Also ich war dann wirklich ein bisschen baff, weil in der kurzen Zeit, ist ja nicht so, dass man jetzt dann Blutwäschen gemacht hat oder was auch immer, sondern nach 2 Stunden sehen wir hier, dass die Blutzellen sich, dass die vibrieren können, frei. Mhm. Ja, die sind frei und jeder kann seine Aufgabe jetzt erfüllen. Diese Erythrozyten sind ja dazu da, Sauerstoff zu transportieren. Ja, ist wichtig Das für ist die wichtig. Zellen. Und wenn du links, da wird kein Sauerstoff mehr transportiert, es wird kein Gift raustransportiert vom Stoffwechsel, das ist ja auch wichtig. Mhm. Und es kommen keine Nährstoffe rein. Das heißt, das verstopft. Wie auf der Autobahn, wo es weder so noch so geht. Und hier rechts kann wieder das Blut die ganzen Aufgaben erfüllen. Und das Interessante ist, wenn der pH-Wert dein Blut nur ein bisschen sich nach oben verschiebt, sagen wir von 7,35, 7,37 auf 7,45 pH-Wert, dann hast du 60% mehr Sauerstofftransportkapazität. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, du kriegst richtig Sauerstoff rein aufgrund dessen, dass dein Blut wieder ins Fließen kommt. Mhm. Ja, das ist einfach nicht schwer nachzuvollziehen, aber das ist ja die Aufgabe. Und wenn die roten Blutkörper verklebt sind, dann klappt das natürlich nicht. Mhm. Ja, und alle anderen, die Transportkapazitäten, wie gesagt, Nährstoffe rein, Giftstoffe raus, das funktioniert alles wieder. Mhm. Und dadurch bist du wieder im Leben drin. Du bist im Fluss des Lebens. Kann man das dann schön ausdrücken. Körper kann wieder regenerieren und was sich dann letztendlich dann auch auf die, auf die Psyche, auf den Geist, also auf alles auswirkt. Mhm. Lebendigkeit kommt wieder rein in das Ganze. Ja. Ja. Und das ist ein gutes Beispiel, um dieses die Effekte des SYK sehr gut darzustellen. Mhm. Mhm. Gefällt mir gut. Was haben wir hier? Hier sehen wir ein Bild von der Herzratenvariabilität. Das ist jetzt etwas, was sehr modern geworden ist in den letzten Jahren, also schon länger. Mhm. Das kann man richtig darstellen, wie Herzrhythmusstörungen zum Beispiel oder wann die auftreten. Ja, man kann dann den Fitnesszustand des Menschen messen und auch messen, was ihm gut tut, wenn er diese Nahrung nimmt oder diese. Also man sieht dann anhand von so einem Bild, was gerade so in einem 24-Stunden-EKG, kann man es fast sagen, so was man da sieht. Das war jetzt aber kein, nur damit die Leute das richtig verstehen, kein sogenannter Fitness-Tracker, den man jetzt am Armgelenk oder am Handgelenk hat, sondern das war wirklich mit Elektroden, glaube ich, hast du mir gesagt. Ja, ne? da kriegst du 2 Elektroden, dann so Klebeelektroden. Mhm. Ja. Ja, da hast du sein Gurt und Klebeelektroden. Und das misst dann faktisch 24 Stunden lang den Herzschlag, und zwar in Millionstel Sekunden genau gemessen. Das ist der Unterschied zu einem normalen EKG. Du siehst genau, wie der Mensch sich dann entspannen kann oder nicht entspannen kann. Mhm. Ja, also wenn der HRV-Wert positiv ist, dann hast du eine gute Anpassungsfähigkeit. Mhm. Ja, oder Resilienz. Resilienz, ja. Oder du kannst dich kaum anpassen an Stress. Ja. Und dann schlägt das Herz immer gleich. So wie ein Specht auf den Baum klopft, bum, 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 immer den gleichen Rhythmus. Und ein gesundes Herz schlägt immer anders. Das ist zu messen. Und hier sehen wir zum Beispiel so ein Bild, das total beeindruckend ist für mich, von einer Psychotherapeutin aus Graz, die Herzrhythmusstörungen hatte, so seit Jahren und medikamentös eingestellt war. Aha. Und man sieht genau, was faktisch der Aufenthalt in dem Feld von SYK bei ihr verursacht hat, in Form, also was die Herzrhythmusstörungen betrifft. Sie sehen, 15 Uhr, siehst du hier, ist sie dann in die Praxis gekommen, wo das SYK-Gerät oder SYK stand. Ja, das war da. Und sie war vorher
sichtbar im Stress, weil diese schwarzen Balken oben anzeigen, dass du starke Herzrhythmusstörungen hast und auch die Flamme, es geht da hoch und die ist strichliert. Ob man das sieht, ja. Also das heißt, du hast richtig alles, was mit strichliert zu sehen ist und die schwarzen Balken da oben zeigen, die Dame hatte schwere Herzrhythmusstörungen. Kaum kam sie mit dem Feld in Berührung, und das ist ja wirklich interessant, 15 Uhr verabredet, kann man richtig, kam die rein, war das weg. Also das war eine Minute mehr oder weniger. Und sie war bis 17 Uhr da. Ihr habt vorhin ganz kurz, darf ich kurz unterbrechen, weil der Zuschauer würde jetzt sagen, ja, ich habe doch hier um 16 Uhr, ist doch auch mal wieder was, was war da. Da glaube ich, habt ihr erzählt, da ist ein Anruf gekommen und da ist sie raus. Und da sieht man, dass eine ganz kurze Zeit war es plötzlich. Genau. Das ist so, wie du jetzt einen Anruf kriegst und da sagt er, ja, aber das hat nicht gepasst. Kommst sofort wieder in eine Stresssituation. Das geht innerhalb von Sekunden. Und selbst das könnte man nachweisen. Ich weiß, wie die dann rausgegangen ist, weil da ein Anruf war. Aber das ist dann sofort wieder weggegangen, als sie in dem Gerät, mit dem Gerät wieder in Berührung. Spannend. Ja. Und dann hat sie das sozusagen mitgenommen, hat gesagt, wow, das finde ich interessant und so. Und ist dann um 17 Uhr losgefahren, hat es eingepackt, wo das Gerät natürlich nicht mehr dann wirkt, logischerweise, weil das muss ja ausgerichtet sein und frei stehen. In einem Koffer hat es ja wenig Sinn, da passiert nichts. Und sofort ist es wieder losgegangen mit dem schwarzen Strichen da oben. Also das ist wirklich unglaublich, wie das auf der Heimfahrt von 17 Uhr bis 19 Uhr und so weiter, da ist alles schwarz. Also ist wieder in diesem, kommt sie in den Feierabendverkehr rein, wieder Stress, alles Herzrhythmusstörungen schon. Kaum zu Hause angekommen, stellt sie das hin, sieht man wieder, so ab 20 Uhr hat sie wieder das, da beruhigt ist es wieder, das ist es wieder ruhig wieder runtergegangen. Ja. Ja, wenn wir bedenken, dass Herzerkrankungen, egal welcher Natur, die häufigsten oder die verbreitetsten Erkrankungen sind, dann ist es schon schön, wenn man hier eine Möglichkeit hat, das auf ganz natürliche Art und Weise, nicht ganz nebenwirkungsfrei, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen, aber in einer anderen Hinsicht nicht nebenwirkungsfrei, aber wenn man so ein Tool hat und muss keine Medizin, also keine Medikamente einnehmen, das ist schon toll. Und ob man dran glaubt oder nicht, spielt auch keine Rolle. Egal, ja. Das ist ja dann, was wir jetzt, weil wenn einer das nicht will oder nicht in Resonanz geht und sagt, nee, ich bin da völlig gegen solche Geräte und solche Art von Komplementärmedizin, dann gut, aber so kann es nachweisen. Also, es ist egal, ob es glaubt oder nicht. Kinder und Tiere sowieso, aber die sehen das, da gibt es keinen Placebo-Effekt oder was auch immer. Ja? Also, du hast vorhin, das möchte ich noch aufgreifen, fand ich so spannend, erzählt, dass sogar Tiere, die Gassi gehen vor einem Haus, wo so ein Sück steht, dann stehen. Ja, die bleiben stehen. Normal ist so, da gibt also ein alter, kranker Schäferhund, das ist eine richtig gute Story, der geht dann immer mit seinem Frauchen nach rechts weg, bei der Haustür rechts und Gassi. Ja. Und der geht jetzt nicht mehr, der will immer in die andere Richtung, weil zwei, drei Häuser weiter eine Frau ein Sückgerät sie angeschafft hatte. Und der geht dann nach links weg und setzt sich dann vor die Haustür hin und bleibt dann sitzen. Ganz goldig, ganz nett. Das ist wirklich so rührend eigentlich. Das hat mich total beeindruckt. Ja, das stimmt. Mich auch. Also als ich die Geschichte gehört habe. Genau. Schauen wir uns mal an, was die zu erzählen hat, die Dame. Hallo, ich bin die Daniela und es freut mich, mit euch meine Erfahrungen mit dem Sück zu teilen. Also ich muss vorab, will ich ja immer dazu sagen, ja, dass ich da wirklich sehr skeptisch bin und weil es einfach schon so viele Methoden, so viele Geräte gibt, ja. Und mein persönliches Thema ist, also ich habe seit Jahren Herzrhythmusstörungen, ganz, ganz extreme Extrasystolen, die einfach medikamentös wirklich eingestellt haben werden müssen, ja, weil es einfach anders nicht gegangen ist. Und habe es immer wieder probiert zum Ausschleichen lassen. Und als Ingo und Heike das erste Mal bei mir waren, war kurz so die Zeit, wo ich einfach wieder probiert habe, ein bisschen reduzieren und ausschleichen lassen. Habe es aber trotzdem gemerkt, dass ich extreme Exosystolen immer wieder noch gehabt habe. Und ich habe ich mache selber Messungen mit Herzratenvariabilität und habe mir dann das Gerät angehängt, als sie zu mir in die Praxis gekommen sind, ja. Und einfach um zu schauen, wie reagiert mein Körper darauf, ja. Und das Spannende war dann im Nachhinein in der Auswertung, dass ich das gesehen habe, in der Zeit, wo sie den Zyk hier aufgebaut haben in der Praxis. Und
ich im Feld war, waren meine Exosystolen weg. Als ich ihn zusammengepackt habe und am Heimweg war im Auto, waren sie wieder da. Zu Hause aufgebaut, waren sie wieder weg. Und dann bin ich mit dem Hund eine Runde spazieren gegangen und als ich vom Feld immer weg war, sind sie wieder da gewesen, die Exosystolen, ja. Und das ist echt unglaublich, also so aussagekräftig. Also ich hätte mir das nie gedacht, dass da so Auswertung rauskommt, ja. Und dann 2 Monate später habe ich dann wirklich mit Ausschleichen wieder probiert und es sind jetzt wirklich meine, also ich bin jetzt ohne Medikamente, meine Herzrhythmusstörungen sind weg. Und das, ich weiß es einfach, dass es auf den Zug zurückzuführen ist, weil es einfach so eindeutig bei dieser ersten Messung war, ja. Genau, also das eine und eine andere Erfahrung, andere Beobachtung haben wir auch noch bei uns in der Familie, weil meine kleine Tochter wirklich ganz, ganz eine schlechte Schläferin immer schon war, also ganz unruhig und immer wieder aufgewacht. Und sie schläft wirklich durch seitdem. Also sie schläft total ruhig, voll entspannt und sie ist immer so süß, wenn ich den Zug einpacke und irgendwo mit hinnehme oder einfach jemanden kurz mal borg, ja. Ist immer so, nein, Mama, das ist unser Schlafgutgerät, sagen die Kinder dazu. Genau. Also das zu unseren Erfahrungen. Ja, schön. Ich habe eingeleitet, weil ich da ganz gern jetzt vielleicht noch mal einhaken möchte. Ich habe ja eingeleitet mit den Worten von Carl Gustav Jung, der eben sagte, solange ich mir das Unbewusste eben einfach nicht bewusst macht, werde ich Schicksal nennen. Ja. In dem Fall die Herzrhythmusstörungen, würde jetzt sicherlich auch der ein oder andere Zuschauer sagen, ja, da steckt doch auch ein Thema dahinter, eine Aufgabe. Weißt du da mehr von ihr? Ich weiß, dass sie natürlich auch begonnen hat, ihr Leben, so wie ich es meins auch, zu verändern. Mhm. Das heißt, der Rhythmus ist ein anderer. Okay. Und sie ist sehr offen und kann gut beobachten und kann dann reflektieren und daraus neue Schlussfolgerungen ziehen und daraus neue Taten ziehen. Mhm. Deswegen hat sie jetzt, glaube ich, andere Arbeitsrhythmen und sie lässt sie nicht mehr so sozusagen in eine Richtung drängen oder in einen Stress versetzen, weil jetzt gerade ein Kunde unbedingt kommen will und sie sagt dann, nein, es ist so, es ist meine Zeit und das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, dieses Anstupsen von dem Gerät. Das heißt, es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie das übernimmt, was du hast und dann ist das vorbei, sondern du musst was dazu tun. Das ist schon klar. Die Nebenwirkungen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Ja, genau, das sind die Nebenwirkungen und da kann schon einiges hochkommen. Einer, der das nicht gesehen hat, dass er jetzt eigentlich noch viele unerlöste seelische Konflikte in der Vergangenheit hat, der wird dann faktisch, ob er will oder nicht, mehr oder weniger, darauf geleitet, dass er sich mal mit diesen Themen beschäftigt. Und das ist etwas, was mich total begeistert hat. Es gibt keinen Ausweg, so in dem Sinn. Wenn du wirklich das machst, dann musst du damit rechnen, dass dann Dinge passieren, mit denen du eigentlich im ersten Moment nicht so ganz zufrieden bist, sage ich mal so. Aber im Endeffekt kommt dann was Tolles dabei raus. Das ist auch, und das geht ganz schnell. Also das heißt, ich habe erzählt, mit meiner Frau einen Streit gehabt, wegen irgendwas, was schon längst geklärt schien. Und es ist aber nicht so, dass man es dann wochenlang herumkaut drauf, sondern das kommt einmal hoch und dann habe ich irgendwie geguckt, guck mal, also was macht das Gerät gerade? Also man bringt es dann in Zusammenhang, gell? Und dann weiß man, aha, eigentlich reagiere ich da völlig über und ich habe das eigentlich schon geklärt und da drückt einer meine Knöpfchen. Das muss nicht mehr sein. Mhm. Ja, das kennen wir alle, dass einer sagt, du und so. Und das, wenn du mit einem Finger auf den anderen zeigst, sondern nur 3 Finger, die auf dich zeigen, zurück. Mhm. Und das merkt man dann, dass man dann in so eine Bewusstseinsspirale kommt, die nach oben geht. Einfach aufräumen. Aufräumen, ja, oder? So kann man sagen. Aufräumen, das ist der einfachste, was ich jetzt mit 5000 Sätzen gesagt habe, sagst du in einem Wort. Aufräumen, darum geht's. Und das hat die gemacht. Und das machen die anderen auch, die räumen auf. Das Unbewusste sichtbar zu machen, damit es nicht mehr zum Schicksal... Genau, das kommt dann hoch. Ja, das heißt, es ist ein Psychotherapiegerät, weil du mich fragst, was ist das? Es ist ein Schlafgutgerät, so wie die Tochter sagt. Es ist ein Psychotherapiegerät, was faktisch dann wieder Licht, also es putzt faktisch diese Petroleumlampe, die jetzt zugerußt ist durch diese ganzen Sachen. Das ist immer so ein Beispiel, was ich gern bringe, weil das Licht ist ja da. Wir haben es, das göttliche Licht leuchtet in jedem von uns, aber das ist so zugebetoniert rundherum mit den ganzen, dass das nicht mehr leuchten kann. Mhm. Und dort fängst du jetzt an zu putzen. Ja, und das ist toll. Also die Leute fangen dann plötzlich an, so wie so ein Aufwach. Ach, eigentlich hat das was mit mir zu tun, der Stress mit dem Menschen. Mhm.
Und das ist eine unglaublich schöne Sache. Ja, und vor allen Dingen eben auch die Gewissheit, wenn ich mich in so ein Feld begebe, dass es dann eben kein so ein langer, schmerzhafter Prozess ist, dann räumt man natürlich auch viel lieber auf. Ja. Ne? Wenn man dann weiß, danach habe ich Ordnung und dann fühle ich mich viel besser, dann bin ich leichter und gesünder in der Folge dann eben und auch, das wenn so schnell ich aufräume. Geht, das ist das Schöne. Früher, ja, spannend. Weil ich mal 5 Jahre in der Psychotherapie bin ich gewesen, nach diesem Mauerfall, und ich war total mit den Nerven am Ende damals, in den 80er, 90er Jahren. Und das ist alles heute nicht mehr der Fall, sondern du guckst da was an, sagst, aha, ich gehe nochmal in die Emotion rein, ja, diese Verletzung oder was immer das sein mag, und dann hake ich das ab und es geht weiter. Die Vergangenheit, das ist Aufräumen der Vergangenheit. Das ist das, um was es geht in diesem, vielleicht da kommen wir noch drauf mit der Bewusstseinsskala. Da kann man das unglaublich als Orientierungshilfe, ist das gigantisch zu sehen, wo man gerade drinsteckt. Das werden wir dann zum später uns nochmal anschauen können. Und jetzt haben wir noch einen Punkt. Daniela S., kurze Frage noch. Ja. Sie ist ja Psychotherapeutin, also es böte sich ja an, dann so ein Feld auch in der Psychotherapiepraxis zu haben bei ihr. Hat sie das? Das hat sie. Oder zu Hause? Nur. Die hat es zu Hause und sie kann es mitnehmen, also sie nimmt es mit. Und dann, oder sie, ich glaube, ob sie ein zweites sich schon angeschafft hat, machen viele Psychotherapeuten, die haben es zu Hause und die nehmen es in der Praxis. Erleichtert mir doch die Arbeit, ja, total. Oder? Und das macht den Raum auf. Und das, am Anfang haben viele Leute oder manche gesagt, ach, das ist eine Konkurrenz zu dem und da gibt es irgendeinen, der sagt, da bin ich gar nicht mehr notwendig als Therapeut. Es ist völlig egal, was für ein Therapeut du bist, ob du jetzt mit Wasser heilst oder energetisch das machst oder Familienaufstellen machst oder was auch immer. Es wird immer deiner Arbeit zugutekommen, wenn du das nochmal, weil der Raum aufgemacht wird. Du kommst leicht an den Menschen ran. Ja, ich finde, es ist ein bisschen kurz gedacht, wenn ich dann sage, dann werde ich ja nicht mehr gebraucht. Das ist doch schön. Ich sollte doch meinen Beruf als Therapeut in dem Sinne ausführen, dass ich das Ziel habe, den Menschen so schnell wie möglich wieder in seine Ordnung zu bringen. Ja. Und dann ist doch schön, wenn ich ein Helferlein habe. Ja, so ist es. Das ist ein Helferlein, das ist Therapiebegleitend. Und wird vielleicht auch weiterempfohlen. Ja, natürlich. Das ist so, und die manche sagen, so das möchte ich jetzt auch haben. Und andere sagen, nee, es reicht mir, wenn ich dann beim Therapeuten bin, was auch immer. Das ist wenn ja ich mich beim Therapeuten ein bisschen ins Wartezimmer setze, genau, hast du ihn auch erzählt. Genau, richtig. Es gibt Leute, die gehen dann dorthin und sind froh, dass sie da 2 Stunden im Wartezimmer sitzen können. Kommen extra früher hin oder so. Weil das dort einfach das Feld aufmacht. Ja, okay. Ja. Und das habe ich dann auch erst kennenlernen müssen, weil manche Therapeuten, die halten ja unglaublich viel auf sich, sagen, ich brauche sowas nicht, also ich bin jetzt der Arzt und der Homöopath, der Nummer 1 und so. Aber im Endeffekt ist das kurz, jeder wie es möchte. Das ist wieder diese Resonanz. Ja? Genau. Der hat auch noch was aufzuarbeiten, wenn er glaubt, dass er allein dieser Stolz, der da ist, gehört ja auch zu der unteren Ebene eher, der Bewusstseinsskala. Aber, wir wollen es nicht bewerten. Nein, es ist so keine, aber drin, es ist einfach nur ganz klar zu sagen, dort und dort und dort stecke ich drin und jetzt kann ich das bearbeiten. Ja. Richtig. Also es ist beeindruckend, diese Nebenwirkungen, das ist schon, da muss man aber damit rechnen. Gell? Aber viele Dinge gehen sofort weg, so wie Migräne oder wie gesagt der Blutstatus und auch dann natürlich, was wir jetzt noch mal vielleicht sehen können, die Bovis-Werte, die man auch messen kann. Also wir haben jetzt gehabt Dunkelfeld-Mikroskopie, wir haben jetzt gehabt HRV. Diese HRV und jetzt kann man sehr gut mit Bovis-Einheiten das Ganze messen. Magst du kurz den Begriff klären? Bovis war ein Wissenschaftler, der 1947 gestorben ist und der eigentlich der Erste war, der Lebensenergie, weil alle sprechen von purer Lebensenergie, möchte jeder haben, der das messbar gemacht hat mit radionischen Techniken und so weiter. Und heutzutage ist das wirklich so stark sozusagen schon ausgeprägt und weiterentwickelt worden, dass man wirklich sagen kann, dass ein Haus zum Beispiel, ein Raum, auch eine Ernährung, eine bestimmte und so weiter, natürlich und jeder Mensch eine Ausstrahlung hat, die dann messbar ist. Mhm. Ja. Und hier ist ein Beispiel, was natürlich sehr begeistert ist, dass man sagen kann, ja, ich wohne in meinem Haus und ich habe dauernd Migräne und mir geht's nicht gut. Und alle sagen, lass müde, das mal testen, erschöpft. Müde, erschöpft, ich komme kaum hoch und so weiter. Und dann kann man faktisch das mit dem Gerät testen. Also das heißt, das ist ein Test hier von einem ganz normalen Einfamilienhaus.
wo am Anfang getestet wurde, du siehst, dass das unter 6.000 Bovis-Einheiten ist. Man muss davon ausgehen, so bis 6.500 ist der Bereich, wo es eher oder bis 6.000 Energie abzieht. Das sehen wir, glaube ich, gleich nochmal auf der Skala. Und dann geht es weiter hoch, bis ein normaler Mensch hat zwischen 7.000 und 10.000 Bovis-Einheiten, so kann man sagen. Ja. Und hier siehst du, dass das auf 16.000 fast hochgegangen ist. Also genau 15.900 innerhalb, das sind 11 Tage, die dargestellt werden. Da ist irgendwas Externes passiert, da, ja, als der Knick nach oben geht. So geht, ja. Genau, da ist irgendwie was Knicks passiert, vielleicht in der Familie, irgendwas. Aber jedenfalls hat sie das Ganze sofort wieder, eigentlich, das ist wie mit der Frau, die dann rausging zum Telefonieren. Da ist irgendwie so was passiert. Jedenfalls siehst du hier, dass von 6.000 auf 16.000 es sich gesteigert hat. Ja. Und das ist natürlich schon 10.000. Unglaublich beeindruckend, was man heutzutage, das kann man wirklich gut messen. Das heißt, du kannst dein Haus dann und vorher, total nachher. Vorher, nachher messen. Mhm. Und das waren 11 Tage, wo es drin war. In dem, und das sieht man ja, 11 Tage. Ja. Und das bleibt so. Mhm. Das bleibt dann so. Gut. Und das ist natürlich toll, weil du weißt. Ja, also ich nehme es raus. Ja, wenn ich es rausnehme, ja, dann ist es natürlich blöd. Ja, das ist aber nicht der Sinn, dass man aus dem Haus das raus. Also nee, natürlich, ich wenn ich reisen nicht zum gehe, Einkaufen mit, sondern ja, maximal zum, wenn ich längere, wenn ich mehrere Tage. Klar, ich kann es in Urlaub mitnehmen, ja, oder in die Praxis, ja, oder so, was du, na, machst. Und hier sieht man das ganz gut. Ja, neutral ist da immer Wasser so ungefähr um 6.000, 6.500. Und der Bereich geht dann bis 12.000, ne, so ungefähr. Ja. Und dann, alles, was dann kommt, ist schon heilende Wirkung. Das ist eine Heilenergie dann schon. Mhm. Also nach der Definition von den Bovis-Einheiten. Okay. Alfred Bovis. Um das Ganze nochmal, weil viele fragen wirklich, was ist das? Ja, ja. Und man kann Lebensenergie wirklich messen. Das hängt da zusammen mit der feinstofflichen Resonanz, die du mit anderen hast. Also man könnte auch ein Pärchen dann ausmessen. Da passt ihr irgendwie zusammen oder so. Ja. Aber das ist schon eine tolle Methode, um das nachzuweisen. Ja, also bei dem, was wir vorhin hatten, eben die 6.000, da sind wir noch in dem, in diesem gelben Bereich, noch vor dem Wasser oder beim Wasser. Ja, genau. Ne? Wasser ist der neutralere Zustand. Erst, und da sehen wir da unten abbauende Kräfte, ne? Das ist noch bis dahin, und erst ab 6.000 aufwärts geht es dann in die aufbauenden Kräfte. Genau, und das gibt dann Lebensenergie, das ist lebensenergiespendend. Und das ist so, man kann dann sagen, so ein normaler Mensch, mit dem du dich jetzt unterhältst, der hat so 7.000 bis 10.000 ungefähr. Ja, das ist nicht schlecht, aber es gibt Menschen, die ganz anders auf der anderen Richtung vielleicht sind. Aber du merkst, es geht mehr. Ja? Es geht mehr an 12.000 und so. Aber 16.000, das ist schon ziemlich beeindruckend. Mhm, das stimmt, also, ja, genau. Wenn man hier sieht, dass das dann am 0. Tag quasi, und schon am ersten Tag war das. Ja. Ja, siehst du unten? Am ersten Tag. Bei 0,2 haben wir ja schon einen enormen Anstieg. Ja, genau. Ne? Und da war noch kein Tag rum. Ja. Ja? Es war noch also gerade hingestellt, und dann ist es sofort auf 16.000 hoch und hat sich dann so mit kleinen Veränderungen nach einfach harmonisiert. Ja. Lass uns zum Abschluss vielleicht noch auf die ganz letzte Skala schauen, die wir noch haben. Nee, ah, alles ist Energie. Das ist die letzte. Haben wir nicht noch die? Ach, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Das ist die letzte? Achso, nee, das ist, du meinst jetzt diese Bewusstseinskala. Danke, genau. Richtig. Die haben wir auch noch. Wollen wir die gleich zeigen? Die haben wir auch noch. Oder sollen wir es uns fürs nächste Mal? Wir heben es uns fürs nächste Mal auf, weil da geht es ums Bewusstsein. Ja. Jetzt haben wir diese ganze Wissenschaftlichkeit abgedeckt. Und das ist doch ziemlich beeindruckend, um zu sagen. Ja, richtig. Ja. Wenn das überzeugt hat, oder wen das überzeugt hat, wo findet er dann mehr Informationen? Ja, am schnellsten ist der Weg www.sykk.at. Jawohl. Dort ist praktisch fast immer besetzt. Also die sind da unglaublich fleißig. Das ist die auch Menschen, immer wichtig. Weil so viele Menschen anrufen. Das ist wirklich unglaublich. Also das war, ich habe so 2-3 Interviews gegeben und so. Und plötzlich, das ist, liegt in der Zeitqualität. Das liegt so im Feld drin. Ja, dass Menschen, die suchen jetzt nach was. Richtig. Ja, die wollen nicht mehr weiter auf die Medizin und das, so wie sie ja gesagt hat. Die klassische Medizin einfach in vielen Fällen an die Grenzen stößt und Dinge einfach nur noch, also nicht mehr in die Ordnung bringen kann, sondern nur noch Schlimmeres vermeiden kann, vielleicht, wenn überhaupt. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Und
In unserem nächsten Gespräch, genau, da schauen wir dann mal, was es mit unserem Bewusstsein macht oder warum das sehr hilfreich sein kann. Ja. Und sprechen auch mal drüber, vielleicht ein paar Erfahrungsberichte oder sowas. Genau. Wird mich auch noch sehr interessieren. Ja, okay. Lieber Ingomar, vielen herzlichen Dank. Es war wieder die Zeit ist vergangen wie im Flug. Ja. Es war wieder ein spannendes Gespräch. Danke dir für deine wissenschaftlichen Nachweise, die du uns mitgebracht hast. Sehr überzeugend. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und auch Sie, liebe Zuschauer, freuen Sie sich mit mir aufs nächste Mal auf Herrn Ingomar Schmelz. Schwelz? Genau. Schwelz, Entschuldigung. Ich denke dann immer an die Schweiz, ohne I, mit L. Also, bleiben Sie gesund, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Bleiben Sie achtsam mit sich. Und ja, schauen Sie bei uns immer wieder vorbei. Wir sind immer interessiert an Ihrer Gesundheit, dass Sie die Dinge für sich verbessern können und optimieren können. In dem Sinn, alles Gute für Sie. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.